Ihr wisst ja, dass ich mich sehr dafür einsetze, dass wir ein bisschen mehr Secondhand kaufen. Ich das seit einigen Jahren mache und dass Nachhaltigkeit gerade was die Textilien betrifft einfach super wichtig ist. Und ich möchte euch in diesem Format zeigen, dass es gar kein Problem ist, sich mit Secondhand-Klamotten einzudecken und dass man da richtig gute Outfits rauskriegt. Ich habe einiges Neues, was ich euch zeigen kann. Viel Spaß! Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und ich ziehe seit einigen Jahren eigentlich zu 90% nur noch Secondhand an. Es kommt zu einem ganz kleinen Fall vor, dass ich mir noch herkömmliche Sachen kaufe, wenn es halt wirklich nicht anders geht. Weil man kann es nicht hundertprozentig ausschließen. Aber es ist halt wirklich wichtig, dass du zu Kleidung zurückgreifst, die schon auf dem Markt ist. Weil wir gehen viel zu verschwenderisch mit der Thematik um. Und das war für mich damals halt das Zeichen, Secondhand-Mode so langsam in meinen Kleiderschrank zu lassen. Weil man kann nicht von heute auf morgen sich einen neuen Kleiderschrank kaufen, mit Inhalt natürlich. Und das ist auch relativ schwierig, weil dann sucht man sich ja dumm und dämlich und man profitiert beim Secondhand durchs Finden. Es ist so eine Schatzsuche, kann man wirklich sagen. Aber ich würde jetzt gar nicht lange labern, ich würde wirklich mit dem ersten Outfit anfangen. Und man sieht bei den Outfits sehr schnell, wenn es kalt geworden ist, weil es ist schlagartig kalt geworden. Ich habe so ein gestreiftes Shirt mir gekauft. Ich habe so ein bisschen mit Streifen, aber das ist so ein bisschen anders geschnitten. Und auf der rechten oder auf der linken Seite habe ich eine Erdbeere, jetzt habe ich schon eine Weile lang nicht mehr angehabt. Und das ist von Selby. Ich habe, glaube ich, 2-3 Euro dafür bezahlt. Also ich habe relativ viele Shirts geholt, die vom Preis her gar nicht so schlimm waren. Aber ich bin halt dann auch ein bisschen eskaliert, muss ich sagen. Aber ganz ehrlich, ich habe auch ein paar neue Sachen gebraucht, weil ich ja jetzt schon längere Zeit einfach gar nichts geholt habe. Und das Aufpeppen ist auch für den Kopf eine wichtige Sache, muss ich an der Stelle sagen. Also gestreiftes Shirt mit der Erdbeere, dann habe ich meine Mavi Jeans an und die ziehe ich eigentlich echt wirklich gerne an. Na, also die passt dann einfach auch einwandfrei. Die hat am Anfang ein bisschen besser gepasst, muss ich sagen. Aber so, die geht halt über den Bauch. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, aber von diesen Hosen gibt es mehr. Ich bin 1,59 Meter groß, bei mir stimmen die Proportionen nicht. Wenn diese Hosen bei dir über den Bauch gehen, bis zum Bauchnabel, sind sie bei mir noch um einiges höher und klemmen mich halt jedes Mal. Das ist super unangenehm. Und ich bin dann ganz froh, so Hosen zu finden, die von der Proportion her dann auch bei mir stimmen. Ne? Also es ist nicht immer gegeben. Und da habe ich tatsächlich meine grauen Stoffschuhe an, die ich in dem Jahr so ein bisschen links liegen gelassen habe. Ich habe auch schon überlegt, mir die wegzuschmeißen, weil die sind jetzt hier unten, die nicht mehr so ganz fit sind. Die habe ich ja auch auf dem Flohmarkt gekauft, auch 2-3 Euro oder so. Aber die haben jetzt auch schon einen Riss und ich merke immer, wenn so ein Schuh kaputt geht, dann trage ich ihn nicht mehr so gerne und reparieren kann man sie auch nicht. Aber mein Herz will sowas meistens immer nicht wegschmeißen. Ich denke, ihr kennt sowas. Zweites Outfit. Quatsch mal nicht so viel, jetzt haben wir im ersten Teil ein bisschen mehr gequatscht. Da habe ich mir so ein Poloshirt gekauft, in Lila. Jetzt weiß ich die Marke nicht, spielt keine Rolle. Auch von Selby, auch nicht wirklich viel gekostet, 2-3 Euro oder so. Die haben alle so im ähnlichen Stil gekostet. Dazu trage ich meine Mavi Jeans und ein allerletztes Mal, so wie ich das jetzt hier auch in der Auflistung sehe, ein allerletztes Mal meine Sir Oliver Ballerinas. Für die habe ich, also bin ich immer wieder drauf angesprochen worden, boah, voll die schönen Schuhe und so. Die waren anfänglich, waren die echt fies. Ich musste hinten was wegschleifen, weil die mir hinten halt echt alles immer aufgerissen haben. Aber inzwischen geht's, Gott sei Dank. Aber ich mag die Schuhe echt auch gerne, wobei sie nicht die aller bequemsten sind. Alles natürlich wieder Secondhand gekauft, das Oberteil ist von Selby, die Jeans ist von Momox Fashion und die Schuhe auch. Im nächsten Outfit trage ich mein rot-weiß gestreiftes Shirt. Das habe ich jetzt ja auch schon super lange. Und das war schon von Anfang an so von Material her so, es hat so Knötchen gewillert. Das, ich habe jetzt gelernt, das ist kein Merkmal für Qualität. Das kann dir auch mit einem Oberteil-Pulli passieren, der
ein bisschen teurer ist und so. Das hat jetzt nicht die allerhöchste Qualität. Ich ziehe das trotzdem immer noch voll gerne an, weil es auch von der Form her etwas besonders ist, finde ich. Und ich es einfach mit Streifen habe und dieses Weiß-Rot, das gefällt mir halt auch echt ganz gut. Ich muss hier mal mein Büchchen spickeln. Dazu wieder meine Mavi-Jeans, die ich ja eine ganze Weile, ich ziehe so eine Jeans immer häufiger an, bis sie wirklich dreckig sind. Ich bin in mancherlei Hinsicht ein Dreckspatz, muss ich sagen, wenn ich mich irgendwie bekleckere, aber wenn ich immer schön, brav, wenn ich zu Hause bin, die Hosen ausziehe, dann passt das immer, dann heben sie immer einigermaßen. Und dazu trage ich meine Rika Boots, die ich echt gerne mag, aber da befürchte ich halt, die leben nicht mehr ewig. Man merkt schon so im Gehen, dass sich da die Sohle ein bisschen auflöst. Vielleicht gebe ich die mal noch zum Schuhmacher. Mal gucken. Bei manchen Schuhen lohnt sich das wirklich, muss ich echt sagen. Aber es gibt halt auch Schuhe, wo es nicht lohnt. Könnte sein, dass es jetzt einen Schuhmacher gibt, gerade sohletechnisch. Mal schauen. Im nächsten Outfit. Ich habe mir so viele Oberteile gekauft, dass ich zu diesen Oberteilen noch nicht so einen richtigen Bezug habe, weil ich die halt noch nicht so regelmäßig angehabt habe. Also alles bei Selfie gekauft. Und das ist so ein lila Shirt. Ich weiß, ich habe es einmal dann noch im Sport angehabt. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Aber sonst hatte ich es nur einmal an. Und ich musste jetzt erstmal vorher gucken, weil ich schreibe mir das ja immer in mein Büchlein. Ich musste erstmal gucken, was meine ich jetzt mit neuem lila Shirt? Ich wusste es einfach nicht mehr. Dazu trage ich meine Jeansjacke. Und ich liebe meine Jeansjacke über alles. Suche aber trotzdem noch so eine schön dunkle, abgewetzte 501 Jeansjacke von Levi's. Das ist so ein Ding, die gefallen mir halt wirklich gut, aber die Waschung muss halt wirklich stimmen, muss ich wirklich an der Stelle sagen. Habe ich aber noch nicht die perfekte gefunden. Bis dahin meine Jeansjacke mit den Blumen auf jeden Fall, die ist übrigens von Esprit gewesen, auch natürlich gebraucht gekauft. Die Mavi Jeans wieder und dazu trage ich meine Spitzen Chelsea Boots. Die sind halt ein bisschen problematisch, weil da darf es draußen nicht regnen, weil die sind noch nicht mal ansatzweise wasserdicht. Du kriegst zu 99,9% kriegst du nasse Füße, weil ich habe 5, 6 Euro für die bezahlt oder so beim Momox Fashion. Also das Shirt ist das einzigste, was von Selfie ist, alles andere ist von Momox Fashion, genau. Outfit Nummer 5 und da trage ich ein Shirt, das vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig ideal ist. Das habe ich auch erst, habe ich jetzt beim Sport auszusehen angehabt, am Montag, beim Feiertag. Also in meiner Welt war Montag Feiertag, habe ich einfach in meine Schublade gefasst und aus Versehen das rausgeholt. Für den Sport ist es nicht geeignet, weil es halt irgendwie auch nicht so wirklich atmungsaktiv ist und hochgerutscht ist. Aber so für den Alltag ist es echt in Ordnung. Ich habe es da, als ich es da angehabt habe, gleich mal mit Öl bekleckert. Öl ist nie gut. Das Öl ist leider immer noch nicht draußen, habe ich dann beim Sport gemerkt. Habe dann gleich wieder in die Wäsche geschmissen zum Waschen. Ich finde es gut, weil das hatte auch so halb lange Ärmel. Auch wenn es von der Passform her nicht so ideal, so hundertprozentig ideal ist. Dazu trage ich meine verwaschene Cecile Jeans. Die mag ich echt gerne. Na, also ich muss mal gucken, ob ich aus dieser Reihe mal wieder eine finde. Ich kaufe mir nichts neu. Ihr wisst, ich kaufe Secondhand und ich bediene mich von dem, was dann auf dem Markt ist. Jeans kaufen ist bei Momox Fashion besser als bei Selfie, finde ich. Auch vom Preis her günstiger. Also kann ich dir echt empfehlen, gerade wenn du wie ich bist, klein, 1,59 m groß, mir passen halt von 10 Hosen 11 nicht. Und da muss ich mir ein paar bestellen. Und dann gehen halt auch ein paar wieder zurück, weil dann kannst du nicht alle nehmen. Ne? Und oftmals passt da halt auch ein Großteil nicht. Da bin ich ganz froh, dass man das bei Momox Fashion ohne weiteres machen kann. Und zu der ganzen Geschichte trage ich dann noch meine Athletics. Die habe ich beim Schuhmacher gehabt. Die haben sich halt wirklich gelohnt, dass ich da halt wirklich mal ein bisschen Sohle drauf gemacht habe. Da läuft sich's jetzt echt viel besser wieder. Ich habe mir so ein Longshirt neu gekauft. Das hier ist ewig alt. Habe ich noch auf herkömmlichem Weg bei H&M gekauft. Und das ist halt super alt schon. Also richtig alt. Das will einfach nicht kaputt gehen. Aber ich mag es auch echt gerne. Keine Löcher, nichts. Normalerweise habe ich immer auf Gürtelhöhe Löcher. Also ich habe mir dieses neue Longshirt gekauft, auch über Selfie, auch vom Preis her wieder im einstelligen Bereich. Also die sind so günstig, die Sachen, ist abartig. Aber man muss bei Selfie halt eben
Versandkosten zahlen, beim ersten Mal noch nicht, aber dann beim zweiten Mal Versandkosten, wenn du halt auch zurückschickst, wird das von dem Preis, den du gezahlt hast, verrechnet. Also du zahlst Versandkosten. Dazu trage ich diese Seal Jeans. Wie gesagt, ich mag die echt gerne. Mal gucken, ob ich aus der Reihe noch was finde. Und meine spitzen, nicht wasserdichten Chelsea Boots. Das sind also richtig Klackerschuhe. Das hat meine Freundin zu mir gesagt. Die hörst du, wenn du mit denen rumläufst. Nächstes Outfit, Cocay-Oberteil. Ihr wisst, das ist nicht ganz so einfach, weil es ist halt Pulli, halt Bluse. Und da muss die Wetterbedingung stimmen, ne? Also du kannst es nicht anziehen, wenn es super kalt ist. Dann frisst du in dem Ding. Aber wenn es irgendwie so momentan, ich weiß nicht, könnte es wahrscheinlich auch nicht leiden. Morgens kalt und mittags wird es warm, wenn die Sonne rauskommt. Und meistens bist du dann zu warm angezogen. Und das hasse ich wirklich. Daher dann lieber so was Dünneres und eine Strickjacke drüber, halt dann wirklich Zwiebel, wo du was ausziehen kannst. Aber das ist bei dem Cocay-Oberteil schwierig. Also wenn es da irgendwie an die 20 Grad rangeht, was anscheinend in meiner Welt wieder möglich ist, die nächsten Tage irgendwie ab mittags, dann ist es zu warm, finde ich. Aber ich mag das Oberteil echt gerne, ich ziehe es echt gerne an. Dazu wieder diese Seal Jeans, die ich da angezogen hatte. Und meine Rico Boots passt halt super. Rico Boots, also ich habe mir jetzt überlegt, wenn die jetzt noch ein bisschen mehr kaputt gehen, dann werden die auf jeden Fall zum Schuhmacher gebracht. Kostet, glaube ich, so grob um die 15 Euro, so einen Absatz zu machen. Und wenn ihr Lieblingsschuhe habt und die sich auch lohnen, ein guter Schuhmacher sagt es euch auch, dann passt es auch. Outfit Nummer 8. Ich hoffe, wir sind jetzt bei 8, aber ich denke schon. Naja. Da trage ich meinen China-Trikot-Pulli, diesen schwarzen, den ich halt auch auf herkömmlichem Weg noch gekauft habe. Der ist einfach schon ewig bei mir. Der ist halt so weit, dass es halt nicht auffällt, wenn er noch mehr ausleiert. So, der ist sicher noch ein bisschen mehr ausgeleiert, aber das Ding liebe ich. Du musst halt ein schwarzes Shirt drunter anziehen, weil sonst ist er halt einfach zu durchsichtig. Und ich glaube, der wird jedes Jahr ein bisschen mehr durchsichtig. Ich habe keine Ahnung, aber ich liebe das Ding. Dazu trage ich wieder meine Cecile Jeans. Das passt dann einfach wunderbar. Und drunter natürlich die Rico Boots, schwarzer Pulli, schwarze Schuhe. Funktioniert wie eine Eins. Wir kommen zum allerletzten Outfit in dem Video. Und das ist so eine Kombination, die ich im letzten Jahr schon gerne getragen habe. Ich glaube, so das Oberteil ist von Zara. Habe ich auch gebraucht, gekauft. Das ist so ein... auch so ein Longshirt, aber die Ärmel sind nicht komplett lang, die sind nur so drei Viertel lang. Ich mag auch so den Schnitt von dem Shirt oben rum, das ist echt toll. Also mir gefällt das, besonders zu dieser schwarzen Jeans von Esprit, die ich mir auch damals bei Momox Fashion gekauft habe. Das ist so ein komplettes Momox Fashion Outfit. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich zu dieser Esprit-Hose meine Rico Boots anziehe, dann stretcht es mein Bein so ein bisschen optisch, weil ich bin halt nicht die Größte und habe halt auch nicht die längsten Beine. Und gerade in Kombination mit dem Oberteil sieht das halt echt meiner Meinung nach richtig gut aus. Und das ganze Outfit, was hat mich das gekostet? Ich glaube 20 Euro oder so. Also das ist echt heftig. Und man denkt immer so, Secondhand hat halt weniger Qualität. Nee, wir schmeißen Secondhand-Mode, wir schmeißen Kollektionen oder gerade die Hersteller von solchen Kollektionen schmeißen komplette Kollektionen weg. Und solche Sachen kann man halt sehr gut auch gebraucht kaufen, wenn sie den Weg auf den Markt finden. Das ist natürlich echt auch wirklich wichtig. Und mir ist es halt persönlich wichtig, dass so Konzerne wie Zara und Co. mein Geld nicht mehr kriegen. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Denn die haben die Aufgabe, etwas zu ändern. Und sie ändern halt einfach nichts, weil keiner hinguckt. Ich kann euch nochmal den Kanal Make Something empfehlen auf Instagram. Da seht ihr mal, was da alles so schief läuft. Mit der Viola, wie heißt die? Wohlgemut, glaube ich. Die ist von Greenpeace Deutschland. Und die hat da richtig krasse Sachen mit uns geteilt. Also... da verstehst du mal wirklich, dass man diese ganzen großen Konzerne einfach echt nicht mehr konsumieren sollte. Also Secondhand ja, aber nicht mehr direkt konsumieren sollte,
Weil die müssen halt einfach lernen, dass sie nicht mehr so viel von diesen Kollektionen auf den Markt pushen. Denn die machen zu viel. Das sind Überproduktionen und die Überproduktionen werden nicht verkauft. Nee, nee, also vielleicht zu einem kleinen Teil in der Türkei oder so. Aber der Rest wird weggeschmissen, damit dein Shirt dann einen einigermaßen günstigen Preis hat. Und das ist traurig, muss ich sagen. Also ich will dir mit diesem Format zeigen, man kann sich durchweg Secondhand anziehen. Das ist echt gar kein Problem, weil von jeder Klamotte gibt es irgendwas Secondhand. Die zwei Online-Shops, die ich genannt habe, werde ich dir unten in die Infobox reinposten. Ich sage danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.